Gerichtsanhörung in der Stadt Skien südlich von Oslo. Einmal mehr beschäftigt sich die norwegische Justiz mit dem Fall des Rechtsextremen Anders Behring Breivik. Diesmal hat der inzwischen 42-Jährige einen Antrag auf vorzeitige Haftentlassung gestellt. Die Anhörung findet in dem Hochsicherheitsgefängnis statt, in dem Breivik seit 2012 inhaftiert ist. Nach norwegischem Recht hat er nun nach 10 Jahren zum ersten Mal die Chance, eine vorzeitige Entlassung zu beantragen. Breivik zündet 2011 im Osloer Regierungsviertel eine Bombe und erschießt anschließend auf der Insel Utøya 69 Teilnehmer eines Zeltlagers der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei. Die meisten von ihnen sind Jugendliche. Insgesamt sterben 77 Menschen. Breivik wird deshalb zu 21 Jahren Haft verurteilt. Das ist die Höchststrafe in Norwegen. Falls er anschließend noch immer für gefährlich gehalten wird, kann Breivik weiterhin inhaftiert bleiben. Als Motiv nennt er Hass auf alle, die für eine multikulturelle Gesellschaft eintreten. In der jüngsten Kommunikation mit dem Gericht gibt der Rechtsextreme an, sich inzwischen von Gewalt als politischem Mittel distanziert zu haben. Bedauern über seine Bluttat äußert er allerdings nicht. Beobachter gehen davon aus, dass das Gericht Breiviks Gesuch ablehnen wird. Die Anhörung ist auf 3 Tage angesetzt.